Campus hat Anstoß ausgeführt, schiebt rechts raus aus die rechte Seite zu Baude. Baude spielt jetzt wieder zurück in die Mitte. Wo jetzt der Förster losläuft, der ist schon am rechten Strafraum-Eck, läuft da rechts ein, führt den Ball in die Mitte und da, da ist das Tor! Und wer hat das gemacht? Der Baude hat es gemacht! Der Baude macht das schönen Konter über Förster, macht er das 1:0 in der 34. Spielminute hier, macht der Baude, unser Verteidiger da, nach einem Konter das 1:0. Die Fans, die sehen jetzt vor den eigenen Augen die nächste Ecke, währenddessen stehen hier beide Tribünen jetzt auf und feiern unseren FC an. Die nächste Ecke und sehen auch die nächste Ecke für unsere Gäste aus Luckenwalde hier. Und die kommen jetzt rein. Kein Cottbusser ist mehr zu sehen hier. Und währenddessen geht der Ball da in die Mitte. Und der Ball, der wird da ins Tor geköpft. Da war ein Luckenwalder ganz frei. Frankie, hast du gesehen, wer da ganz frei stand? Also ich habe nicht gesehen, wer da ganz frei stand, weil das ging mir halt so schnell. Aber es war ein bisschen, ja, formalig, popelig gemacht von Energie Cottbus. Die Ecke kam auf den ersten Pfosten. Von da aus wurde er verlängert. Und Spahic, ja, das war kein böses Ding, weil Spahic rennt auf den ersten Pfosten natürlich, weil der Ball genau dahin kommt, aber von da wird er mit dem Kopf verlängert auf den zweiten Pfosten. Und da stand kein Roter, da stand nur ein Schwarzer. Ich habe jetzt leider auch nicht gesehen, wer es war, und köpft in der 41. Minute zum 1:1. Gesagt, jetzt ist ein bisschen, ja, Frust bei allen, ungläubiges Entsetzen, 1:1. Wir haben uns alle, nachdem Jena jetzt gepatzt hat, wir das Spiel gegen Babelsberg relativ souverän gewonnen haben, haben wir mehr gehofft. Noch nicht raus, hat immer noch den Ball. Jetzt ist er in Raunen, weil er findet keine Anspielsituation. Muss jetzt auf Baude spielen. Vitteritti hätte eher spielen müssen. Baude ist da. Baude wieder auf Vitteritti. Vitteritti macht das Spiel langsam. Stein spielt jetzt wieder auf Vitteritti. Vitteritti kommt mit Vitteritti. Eine Flanke. Die Flanke kommt auf Streli Mamma. Streli Mamma gewinnt das Kopfballduell. Da ist Förster. Förster nimmt den Ball. Da ist Streli Mamma. Streli Mamma. Tor! Streli Mamma! Streli Mamma! Streli Mamma! Streli Mamma! Streli Mamma! Und Streli Mamma macht in der 92. Minute das 2:1, mein lieber Martin. Ja, Frankie, jetzt muss da einer ausgehen. Jetzt ist das Siegtor doch gefallen und wer macht es? Streli Mamma trifft zum ersten Mal im heimischen Stadion des FC Cottbus zum 2:1 Siegtreffer, kann ich sagen, in der 90. Spielminute. Frankie, jetzt wollen wir, Mensch, jetzt wollen wir die Punkte hier behalten und du gibst mir eine aus, dafür, dass du das Spiel schon hergeschenkt hast hier. Also, Mann. Und jetzt tobt das Stadion, jetzt steht das Ganze. Und der Schiedsrichter sagt, mir ist genug, ich pfeife ab. 2:1 für den FC Cottbus, nachdem Streli Mamma hier in der 90. Spielminute das erste Mal zu Hause getroffen hat zum Siegtreffer.